sind in der Halle. Für euch zu Hause heißt es also gut festhalten. Unser heutiges Thema ist es, Ballgefühl zu haben. Zum Beispiel gibt es da Übungen wie den Ball mit der Vorhand zu balancieren. Erstmal ganz einfach. Wenn es zu einfach ist, könnt ihr kleine Faxen machen, zum Beispiel euch währenddessen drehen. Oder für noch fortgeschrittenere versuchen, den Ball mit dem Schläger zum Beispiel unters Bein zu bringen. Genau dasselbe könnt ihr dann auch mit der Rückhand machen. Wenn es euch zu einfach ist, den Ball zu balancieren, einfach drehen. Und wenn ihr das dann auch schafft, könnt ihr versuchen, den Ball unter eurem Bein auch zu balancieren. Weiter geht's mit dem Ball einfach nur mit Vorhand zu tippen. Wenn das zu leicht ist, könnt ihr ein wenig höher machen. Ist das auch noch zu leicht, dann könnt ihr versuchen, euch zu drehen. Ist aber auch schon ganz schwer. Dasselbe dann auch mit der Rückhand. Einfach tippen lassen, ein wenig höher, mal tiefer. Oder, wenn ihr das könnt, euch drehen. Zudem gibt es auch noch eine ganz schwere Übung. Das ist mit der Kante, also Vorhand, Kante, Rückhand, Kante. Das könnt ihr dann üben, bis ihr das lange schafft. Und unsere letzte Übung, unsere Bonusübung, wenn ihr das alles perfektioniert habt, ist es, mit der Unterseite des Schlägers den Ball zu tippen. Ist aber schon wirklich schwer, also gebt nicht auf, wenn ihr es am Anfang nicht schafft. Ich übe das schon seit 9 Monaten.